Hi, heute möchte ich euch zwei Sachen vorstellen. Einmal ein Aluminiumbesteck aus den Beständen der NVA. Zum Zweiten das NVA Kochgeschirr aus Aluminium. Hallo auf meinem Kanal. Was möchte ich euch heute vorstellen? Zwei Sachen aus der Zeit der NVA. Einmal ein Besteck, ein Steckbestecksystem, bestehend aus Löffel und Gabel. Auf der einen Seite die Markierung NVA 64. Auf der anderen Seite eine Kodierung WD Wilhelm Dora. Zusammengesteckt, auseinanderzunehmen, einfach zusammendrücken, schieben. Voilà. Besteht aus einer Aluminiumlegierung, es ist ziemlich leicht, zusammengesteckt ganz einfach, Löffel, Gabel hineinstecken, etwas unter Spannung zusammendrücken, schieben, fertig. Wer etwas zu dieser Kennzeichnung WD Wilhelm Dora sagen kann, bitte in die Kommentare hineinschreiben. Zu meiner Zeit, Mitte, Ende der 80er Jahre, wurden diese Bestecksysteme nicht mehr ausgegeben, sondern es wurden diese Systeme eingeführt. Das ist natürlich jetzt kein Original NVA Bestecksystem, sondern eins von der Bundeswehr mit der Kennzeichnung Naht 82 Hamburg. Aber die DDR-Bestecksysteme waren so ziemlich gleich. Als nächstes haben wir jetzt noch das Essgeschirr der NVA in einem dunkleren Grau matt gehalten. Auch hier befindet sich ein Herstellerlogo. Gesucht im Internet, ich konnte nichts dazu finden. Wenn ihr eine Idee habt, wer der Hersteller sein könnte, bitte ebenfalls in den Kommentaren hinterlassen. Das Kochgeschirr besteht aus Aluminium. Ist dreiteilig, besteht zum einen aus dem Deckel, Fassungsvermögen ca. 1,5 Liter, dann in Nierenform noch ein kleiner Einsatz, Fassungsvermögen ebenfalls 1,5 Liter, und dem Hauptbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern. Man sieht es schön an der Markierung, jeweils 1,5 Liter. Dieses Essgeschirr ist Lagerware, unbenutzt und hat noch einen sehr guten Zustand.
zum Essen fassen. Wurden alle drei Sachen genommen. In dieses kleine Extra, in diesen Einsatz, kamen Kartoffeln, Gemüse oder der Nachtisch. Das Hauptgefäß von 1,5 Litern, entweder schöne Erbsensuppe mit Speck, Bohnensuppe, Gulasch mit Nudeln oder eben Fleisch mit Soße. Einsatz hinein. Wenn der Soldat seine Verpflegung selber warm macht, kann er dann sein Essen erwärmen auf einem Feuer, wie zum Beispiel einem Esbit-Kocher oder auf einer offenen Feuerstelle. Konnte zusätzlich noch den Deckel oben drauf setzen. Damit konnte er gleichzeitig noch seinen Kaffee oder seinen Tee warm machen. Oder eben so. War der Soldat fertig mit seinem Essen, hat er sein Essgeschirr gereinigt, zusammengeklappt, zusammengesteckt, verschlossen. Und normalerweise gehört hier jetzt noch ein Riemen herum, der das Klappern beim Transport, beim Marsch verhindert. Hat der Küchenbulle gute Arbeit geleistet, war der Soldat zufrieden und konnte weiter seinem Tagwerk folgen. Wenn ihr also Informationen für mich habt zu diesem WD-Stempel Wilhelm Dora oder zu diesem Logo, diesem Herstellerlogo, bitte hinterlasst eine Information für mich in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss und Mahlzeit.